Ja, servus die Malm und grüß euch die Buben. Ja, wie man sehen kann, ich bin wieder im Dschungel. Ich bin gar nicht so tief drin, ich bin da gerade einmal eine halbe Stunde reingegangen. Ich schätze, es waren so 1,5-2 Kilometer vielleicht. Keine Ahnung, habe ich nicht geschaut. Haben wir nur ein schönes Platz gefunden. Haben wir heute wieder mal einen Bandstamm genommen. Mein Hocker habe ich zwar mit, aber wurscht. Es soll heute was Leckeres zum Essen geben. Und ich habe jetzt schon die ganze Zeit solche Zähne auf eine Bad Spencer Pfanne. Genau. Und die machen wir heute. Das wird pipi feinst. Ich habe mir alle Zutaten mitgenommen. Ich habe mir daheim schon hergekriegt, dass ich da nicht einmal umschneiden muss erst. Ich habe weiße Bohnen, ich habe diese Kidneybohnen, ich habe auch Joghurt ein bisschen dabei. Ich habe Zwiebeln mit Knoblauch, ich habe einen Speck zum Anbranzgern, ich habe eine Cavanossi dabei und bei uns gibt es leider keine so Tomatenmark in diese Dosen oder was. Habe ich mir zwei Tüterl vom Ketchup mitgenommen, wird wahrscheinlich dasselbe tun. Ja, das Ganze werde ich mir natürlich in mein Titanfanderl machen und auf mein Hobo, auf mein Solostoff. Nur ist mir gerade aufgefallen, dass ich heute nichts zum Anzünden dabei habe. Also kein Zunderbeutelchen, ist mir aber ehrlich gesagt wurscht. Ich habe mir eh wieder ein bisschen ein paar Tannenzapfen von daheim mitgenommen zum Anbrennen. Die wäre jetzt ein bisschen. Naja, fällt's alle. Die wäre jetzt ein bisschen trinken mit Bierethanol und dann brennt es genauso. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, ich werde mir da einmal alles herrichten. Ich werde auf den umgefallenen Baum kochen. Da steht das relativ gut. Und dazu hole ich jetzt ein bisschen näher und dann gehen wir es einmal an. Ne? Wir haben jetzt da 12.15 Uhr, also es ist Zeit zum Kochen, würde ich sagen. Also, packen wir es. Ja, Speck habe ich schon meiner da ins Pfandl dann. Den werden wir dann als erstes anbrunzeln. Und jetzt brauchen wir mal ein bisschen ein Feuerchen, würde ich sagen. Dann werden wir die ein bisschen einwacken. Und dann wird das schon gehen. So, schauen wir mal. Und brennt schon. Wer braucht ein Zundermaterial? Geht ja mit dem genauso. Zeit, ne? Ja, warten wir bis das ein bisschen anbrennt ist. Ich habe ein paar gröbere Holzstickerl auch wieder dabei. Ein bisschen was, das sollte eigentlich reichen. Na, alles Gute kommt von oben wieder mal. Gut, wir werden gleich einmal den Zwiebel und den Knoblauch dazugeben. Auf das freue ich mich heute richtig. Und ich habe auch noch, normal gehört ja Brot dazu, aber da noch so ein Kornspitz dabei. Ja, ich weiß, das gehört normal in einen Eisenpfandl. Ich habe eh eins, aber ehrlich gesagt, ich weiß halt nicht, warum ich es nehmen soll. Es ist schwer und das ist perfekt da. Das hat ein Viertel von dem Gewicht von einem Eisenpfandl. Ja, da kracht es und kracht es und kramelt es. Und ich esse, ich sitze da relativ safe, da ist nur ein ganz großer, der schaut aber gut aus. Da hinter mir ist schon einer umgefallen, auf dem was ich sitze, der ist eher schon umgefallen. Ich glaube, ich bin da relativ auf einem sicheren Platz. Ja, das schaut gut aus. Jetzt haben wir die Cavanossi noch dazu. Dann haben wir die Sahne noch ein bisschen rein.
Ja. So da le. Ketchup noch dazu. So, jetzt kommen wir noch die Bohnen. Schön heiß werden noch. Ein Gedicht. Herrlich. Mal ein bisschen zu warten. Ja, ein bisschen würzen müssen wir sie auch noch. Und jetzt eine Spezialmischung von mir wieder dazu. Die ist sowieso à la bonne heure. Bist du noch? Vom Geschmack war gigantisch. Ja, und jetzt will mir einer sagen, das schaut nicht lecker aus. Und das wäre mir jetzt einmal ein Verleiben. Jo, Freunde, was bleibt mir da noch anders über? Es wäre euch noch einen guten Appetit zu wünschen. Mir natürlich auch. Die Pforte im Gedenken an den Bart Spencer seiner Pfanne. Bisschen Energie wieder. Natürlich zuckerfrei. Wenn ich kennt, hätte ich mit euch teilen. Exquisit. Ich glaube, ich kann das gar nicht oft genug erwähnen, wie gut das ist. Gigantisch. Also das war heute mal wieder extrem lecker. Am liebsten die Pfanne auslecken. Vom Feinsten kann ich nur sagen. Vom Feinsten. So, in der Zwischenzeit habe ich mein Pfannel putzt. Und ja, so schlimm ist das nicht anbrennt. Also, ich weiß nicht, was manche an dieser Eisenpfanne liegt. Mir reicht diese Titan alle Wöhner und vor allem das um etliches leichter und auch billiger. Aber ich stehe sowieso auf Titan. Wer seine Eisenpfanne liebt, so ist es nehmen. Ich nehme es nicht, weil es mir einfach zu schwer ist. Und mehr eine bringe in mein Jägerpfanne auch nicht als wie in das. Und von daher ist mir das ehrlich gesagt wurscht. Und ist schon da, passt schon. So, in der Zwischenzeit trifft man sich den Kaffee her. Ja, Krankensesseln. Gesund werden und den Rest der Welt nicht krank werden. Prost. Irgendwer schwimmt da herin. Die Sonne wieder genau durch. Bin am Überlegen, wenn man noch einen Kaffee macht, weil die Zeit ist jung und ich hätte eigentlich noch einen Guster. Und so mache ich mir das jetzt auch. Aber den mache ich jetzt gar nicht mehr am Hof, jetzt mache ich mir einen Körper am X-Ball. Ja.
Demnächst werde ich auch wieder mal mein Feuernetz mitnehmen, nur so als Gemütlichkeit ein bisschen anzünden. Das ist nach wie vor eine super Sache. Mit dem Feuer bist du in der Höhe sehr geschützt. Kommt von unten super Luft dazu, der zirkt wie einser. Da kannst du nasses Holz reinhauen, brennt wirklich alles. Und es ist eine gemütliche Stimmung. Also, Prost die zweite. Ja, wie man da im Hintergrund sehen kann, da liegt ein schöner Baum. Der hat sich da umgelegt. Nein, schon vor mir. Der liegt schon länger da, ist eh schon alles vertrickert. Aber schon gewaltig, was da für Aschis umfallen. Wieder mein perfektes Tagerl im Dschungel. Wunderbar. Ja, die Zeit vergeht so schnell draußen, das ist gewaltig. Komm, schaust auf die Uhr, machst ein bisschen was, sind schon wieder 20, 30 Minuten vorbei. Erledigt, so. Holzstückli habe ich mir abgeschnitten. Nehme ich mal mit heim. Brauche ich daheim für meinen Tagel. Ja, und ich würde sagen, ich packe einfach zusammen und dann gehe ich schön gemütlich heim und dann habe ich noch gemütlich Zeit. Mit der Chefin einkaufen fahren. Also, rein wir zusammen. Alles eingepackt haben wir. Alles weggerannt, alles ausgeladen. So. Standardprozedere. Ich würde sagen, wir gehen. Ja Freunde, ich bin fast auf der Straße herfahren, bin diesmal ein bisschen anders rausgekommen, absichtlich haben wir anders gegangen, dürfen sie ein paar Kinder gespielt haben, alles aufgestellt haben, schön. Ja, ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Maul und pfiat euch die Buben.